In der Bundesliga gibt es aktuell keinen Spieler, der sich als homosexuell bekennt. Dennis hat uns verraten, was er darüber denkt. Also statistisch ist es ja, glaube ich, so, dass in jeder Mannschaft 2 homosexuell sein müssten, wenn man das jetzt, zumindest habe ich das mir mal sagen lassen, wenn man das so auf diese, ich weiß nicht, statistisch einfach gibt es ja so und so viel Prozent der allgemeinen Bevölkerung sind homosexuell. Wenn man das jetzt auf den Fußball runterbricht, dann wären das wohl 2 pro Mannschaft. Ich glaube, aber ohne es zu wissen natürlich, dass die Branche halt, das ist eine typische Testosteron- und Männerbranche, da hat der André total recht, was er sagt, Schwäche zeigen ist jetzt nicht gerade angesagt, weil eben der Konkurrenzkampf extrem hoch ist und man immer Angst hat, okay, wenn ich jetzt Schwäche zeige, dann kommt der Nächste und nutzt das aus. Und von daher weiß ich nicht, ob die Branche bereit ist dafür. Andererseits kann es auch sein, dass wenn der Erste sich mal outen würde, dass man dann merken würde, okay, es ist gar nicht so, wie man gedacht hätte. Aber gab's doch schon, oder? Ja, aber immer nur nach der Karriere. Immer danach, ne? Schwer zu sagen. Ich würde jetzt tendenziell sagen, die Branche ist nicht bereit dafür, weil das halt so aus den Gründen, die ich gerade genannt habe. Aber ich würde nicht ausschließen, dass es vielleicht auch anders wäre in naher Zukunft, dass man sagt, ja, okay, das ist so. Ich meine, wir werden ja immer offener und toleranter in allen möglichen Bereichen. Deshalb, warum nicht auch in dem Bereich? Ich hoffe, dass es so kommt, weil ich versuche mich auch immer, und da kommen wir wieder zurück zum Diplomaten, in die andere Perspektive reinzudenken. Und wenn ich mich jetzt immer verstecken müsste mit meiner Neigung und immer eine Rolle spielen müsste, dann glaube ich, ist das kein glückliches Leben. Und ich denke, wir sind alle hier auf diesem Planeten, um das Beste draus zu machen und deshalb Leben so zu leben, wie man es sich wünscht. Genau, wie man es sich wünscht. Und deshalb hoffe ich und wünsche ich es für diese Person, dass sie sich einfach frei entfalten können, auch im Fußball.